Hi. Na, wie geht's? Habt ihr Bock? Wir machen den neuen Hack und das wird so schön. Super Pika Land Ultra Vanilla Version. Ja, wir haben damals ja die Chocolate Version schon mal gemacht und ich habe keine Ahnung, ob die Vanilla Version irgendwie anders ist. Schauen wir mal. Alone Pikachu wanders into a Mario Hack for unknown reasons. Maybe it's looking for something. Ja, das hier ist eher so Vanilla-mäßig angehaucht. Also der Chocolate, der war ja mit Custom GFX und allem Blödsinn, aber hier ist das alles eher so ein bisschen easy. Das Einzige, was geändert wurde, ist dann Pikachu. Wir werden es ja gleich sehen. Wir haben noch ein paar andere Power-Ups und all das. Das werdet ihr gleich alles schon mitkriegen. Eviction Notice. This domicile has been prepossessed by the Koopa Kingdom for failure to pay rent and crimes against the king. Ich fand eigentlich diesen anderen Pikachu-Hack relativ gut, bis auf diesen Homestuck-Blödsinn da am Ende. Aber der Rest war ja in Ordnung. Oh ja, wieder dieses Lied. Das ist immer. Okay, das hier sind die Pokebälle. There are 5 Pokecoins hidden in each stage. There is no huge reward for getting them all, so it's totally optional. Das ist gut, dass sie mir das am Anfang sagen. Also das finde ich echt schon nice. Das finde ich sehr nett. Hinterher kriegst du dann doch was und musst dich dann erstmal so ein bisschen akklimatisieren da und alles normal machen. Also, nee. Ey, ja, gar keine Lust zu. Huch. Ja, ich weiß nicht, ich mag Vanilla Hacks sehr gerne. Und das wisst ihr ja alle schon. Ich find's einfach geil. Ja, mit diesen Texturen, die dann da drin sind, so eine ganz schöne Sache zu machen. Ich weiß nicht, da muss man auch nicht unbedingt riesen VIP und Ezekiel-Gedöns machen. Was auch geil ist, ne? Weil das ist ja eigentlich, wie man schon sagt, die Creme de la Creme des Level-Designs, ne? Aber für mich ist ein guter Level einer, der sich super spielt. Und nicht unbedingt einer, der nur so mit Augenwischerei gut aussieht. Da ist so viel. Oh Leute, ich habe mir einen Fidget Spinner gekauft, der liegt jetzt hier, ne? Und ich nehme nicht 2017 auf, wir haben wirklich 2018. Ende April, genau genommen der 30. Morgen haben wir Brückentag. Ne, nicht Brückentag. Morgen haben wir 1. Mai, Feiertag. Ja, und eigentlich warte ich nur darauf, dass sie hier Demon Souls von Rocket Beans hochladen, aber haben sie noch nicht. Das ist ja auch eine Geschichte gewesen, ne? Ich wollte mir das unbedingt angucken und die Katzen auch. Für uns ist Demon Souls mit Nils und Simon. Ich denke immer, es macht Eddie, ne? Aber Eddie macht das nicht. Wir wissen auch alle warum, weil Eddie definitiv nicht so gut ist in Demon Souls wie Simon oder Nils. Da wollen wir uns auch mal gar keine Illusionen machen. Das ist so. Der ist einfach viel schlechter. Ja. Wer ist denn schon Edmund Denzel? Wer soll das denn sein, Leute? Wilbald. Wilbald ist der Mann. Oh ja. Ja, das war einfach so gut. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also, hier Nils und Nils und Simon. Ich krieg's einfach nicht hin, ne? Für mich ist immer Eddie und Nils. Ich weiß nicht. Das war auch immer so eine Bande, ne? Ich habe immer gedacht, ja, Budi und Simon und Eddie und Nils. Budi und Simon haben damals StarCraft zusammen gemacht und Eddie und Nils haben dieses FIFA-Gedöns da gemacht. So, was steht hier? A spin jump will let you bounce off enemies, so you can't jump, no, can't normally stomp on. But you probably knew that already. Ja, danke schön. Ich finde, das ist einfach genauso. Aber naja, die haben da. Die sind so schlecht, ey, das glaubt man gar nicht. Ich versuch's nochmal. Ja, siehst du, zweimal. The power of the switch you have pushed will turn into Wowzers. Wow. Okay. Bling, 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 bling. Oh, da wurde gepusht. Weiter geht's. Nee, was ich sagen werde, das ist aber auch, die sind halt nicht so gut, ne? Aber das ist eben das Witzige daran. Aber das ist auch. Oh, was ist das wieder für eine Stage? Ist das Cutman? Ja, ne? Nee, das, die kriegen auch nur auf der Fresse. Und das ist auch das Blöde bei Demon's Souls, wenn du das als Rocket Beans machst. Da haben die ja vorher schon alle Leute gesagt, oh, ich will das nicht sehen, das sind solche Kacknoobs, die machen mir mein Spiel kaputt. Ja, ich weiß, ey, meine Güte, es ist halt ein schweres Spiel, ne? Und das ist einfach so ein Spiel, wo du selber spielen musst und dann für dich selber besser wirst. Ohne, dass da irgendjemand anders reinguckt. Ich habe ja immer eine sehr ambivalente Liaison mit Dark Souls gehabt. Ich habe auch den ersten Teil durchgespielt. Fand ich im Endeffekt doch geil, also. Der hat mich ordentlich durchgeknetet, aber eigentlich immer fair durchgeknetet. Wenn man jetzt so ein bisschen. Ja.
Sache mit der Feuerhüterseele kann ich halt auch nicht vergessen. Ja, da steht nicht drin, wie man sie benutzt und die erwarten das von einem. Das haben die im zweiten Teil besser gemacht. Das ist meiner Meinung nach auch das Einzige, was die im zweiten Teil besser gemacht haben. Aber das ist auch wieder, da darfst du nichts sagen, ne? Da wird gleich wieder gesagt, der zweite Teil war doch gut. Ja, war halt diesen, wie wenn du mit dem Autoscooter durch den Moshpit fährst, ne? So hat sich der zweite Teil angefühlt. Nur dass das Moshpit in dem Fall auch stärker gewesen ist als du. Sag mal, wo muss ich denn jetzt lang gehen? Das ist alles Vanilla, ne? Muss man sich auch mal geben. Ah, da oben rechts lang. Ja. Ja, ich fand's gut. Und deswegen gucke ich auch gerne Simon und Nils dabei zu, weil die sind einfach genauso wie ich da dran. Nicht unbedingt immer intelligent bei der Sache gewesen, nicht unbedingt immer schlau, nicht immer unbedingt alles richtig gemacht, aber am Endeffekt sind sie dann doch ans Ziel gekommen. Jedes Mal. Jetzt sind sie gerade vor dem blöden König, von dem ich auch keine Ahnung habe, wer das ist. Ich habe Demon's Souls auch nie gespielt, ne? Weil ich ehrlich gesagt gerade auch nicht möchte. Aber wenn das so ist wie Dark Souls, dann würde ich es eigentlich gerne doch mal versuchen. Bowser was here. Mario is a loser. Aber, naja. Apropos, einige von euch haben mich gefragt, wie ist das denn in Dark Souls Let's Play und so weiter, wenn die Extended Version, also diese 1,25 Edition, da bald mal rauskommt. Ja, werde ich mal. Ich habe so viele Ideen dazu, ne? Ich habe so viele Ideen dazu und ich glaube, das wird so ein bisschen meine Insel in nächster Zeit. Ihr wisst ja alle, dass ich habe noch nie in meinem Leben so viel zu tun gehabt wie momentan, ne? Und noch nie in meinem Leben haben mir so viele Leute gesagt, dass ich ein Idiot bin. Noch nie. Aber das ist vielleicht auch gerade mal gerechtfertigt. Warte mal, ich muss eben der Katzen zurückschreiben. Warte. Geil. So. Unpopuläre Meinung, ich mag dieses Lied hier sehr, sehr gerne. Ich finde sowieso, dass Mario Land 1 einen ultra guten Soundtrack hat. Aber das mag vielleicht auch nur ein bisschen meine Retro-Brille sein. Jetzt muss ich unbedingt mal hier mein Handy leise stellen, ne? Weil das Problem ist, das hat nämlich als SMS-Klingeltöne und so weiter. Ich bin ja wirklich so ein Mario-Hack-Nerd, ne? Ich bin Super Mario World-Liebhaber, sondergleichen. Und deswegen sind auch alle meine SMS-Sounds alles so Mario-Sound. Und dann werde ich auch bekloppt, wenn ich das hier zweimal hören muss. Ach, was ist jetzt denn? Ach, man kann auf diesem Stock hier. Ja, geil. Ja, das haben wir gesehen. Also, Pikachu ist nicht gut im Wasser. Ist zwar effektiv, so Blitz gegen Wasser, aber heißt ja nicht, dass er sich da drin wohlfühlt. Oh! Oh Mann! Ich sehe schon, welches Feature der Hackersteller hier super geil fand. Nee, das wollte ich machen. Das muss ich unbedingt noch machen. Aber es wird kein normales Let's Play sein, so viel kann ich schon mal sagen. Das muss ich nämlich noch ein bisschen. Ich habe einfach wieder Bock, was richtig Aufwendiges zu machen, ne? Aber auch so was Aufwendiges, wo ich mich selber zwinge, das wieder immer wieder zu machen. Ich weiß ja, dass ich es geil finde. Ich weiß ja, das sind so Sachen, die ich machen kann und dann haut ihr euch davon einfach ein halbes Jahr auch kaputt, weil das so lustig ist, ne? War ja bei den League of Legends Mashups so, war ja theoretisch beim PUBG Mashup auch so. Ey, guck mal, was ist hier mit dem Ethel? So, dankeschön. Da habe ich einfach Bock, da nochmal zu machen. Ich habe Bock, aber ich kann nicht sagen, wie in welchem Abstand das alles rauskommt. Ich peile es an, dass ich pro Woche eine Folge mache. Ja, das klingt jetzt erstmal wenig, so von wegen, pro Woche eine Folge, ja. Aber so wie ich es gerade plane, muss ich so pro Video dann wirklich schon 4-5 Stunden reinstecken. Und das einmal die Woche zu machen, ist echt bei mir auch Oberkante, Unterlippe, ne? Ich mach gleichzeitig, pass mal, ich hab's ja erzählt, ich schreibe jede Woche 3 Klausuren mittlerweile. Das heißt, einmal eine und einmal zwei, im Wechselturnus. Dann nebenbei noch Masterarbeit und ich habe noch eine mündliche Prüfung, also. Langsam werde ich richtig bekloppt, Leute. Also, ich werde wirklich bekloppt, ich merke das. Ich bin selber nicht mehr so. Alles, was ich rede, ist das. Und Angst und bla und Das Blöde ist, ich muss irgendwie auch alles bestehen. Und ich kann nicht einfach sagen, pass auf, machen wir das nächste Semester, ne? Das ist alles nicht drin. Weil ich nämlich im falschen Jahr geboren bin. Das ist das Problem. Das ist wirklich ein Problem. Ist das wirklich alles Vanilla hier? Kann man sowas mit Vanilla machen?
Ich hätte gerne diesen Hack einfach mit Mario und nicht mit Pikachu. Tut mir leid, aber ich finde dieses Pikachu-Ding, das ist so ein bisschen so eine... Ja, weiß ich nicht. So eine kognitive Dissonanz haben wir hier schon, finde ich. Weil ich habe viel zu viele immer mit Helmer nebenbei noch geguckt. Und du brauchst ja auch ein Hobby, du. Ich werde bekloppt. Ich werde echt bekloppt, Leute. Das ist so. Ah. Jetzt hat er gerade sich nicht bewegt. Das haben wir ja schon mal gehabt hier mit dem Gameplay, ne? Nee. Ja, dann hatte ich gedacht, das ist dann so meine Insel der Ruhe, die ich dann immer wieder beschiffen werde. Und das ist dann Dark Souls, ne? Weil der erste Teil, der ist auch nicht so schwer. Der ist auch nicht unfair, das ist es. Da weißt du immer, jedes Mal, wenn du auf die Fresse kriegst, ach, kacke, bist du selber schuld. Ach ja, was ich mir selber nicht wünschen würde, sind so Leute, die dann bei Nils und Simon dann kommentieren. Das ist immer... Aber Dark Souls kennen alle Leute ja auch auswendig, ne? Und dann, wenn man das nicht einmal so macht, wie man das, wie andere das machen... Obwohl ich ja eigentlich im Discord nur positive Erfahrungen gesammelt habe. Da gibt es ja auch einen Channel, der heißt Dank Souls und der ist einfach nur grandios. Ich finde, das ist so ein Programm da, das kannst du wirklich als Film rausbringen. Was da teilweise für Witze kam, ich habe mich kaputt gelacht. Ich weiß nicht, was mit ihm los war. Das ist wieder das Problem, was ich mit so Custom-Scheiß bei Super Mario World habe. Das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert ja nicht. Es funktioniert ja noch nicht mal, dass ich diesen Koopa hier abknall, ne? Wie sollen dann andere Sachen funktionieren? Custom-Bosse oder so. Alles nur Unsinn. Die funktionieren alle nicht. Jeder Custom-Boss ist ein Stück Abfall. Meine Meinung. Zunehmlich. Hier geht's runter. Hier ist dann nochmal so eine Yoshi-Coin. Ja. Ich weiß doch, was gut schmeckt. Ja. Yeah. Und was ich auch noch gekauft habe, wir haben ja jedes Jahr Gamescom, ne? Das ist ja für uns schon Religion, dass Entenmann und Arne eigentlich nur zu Besuch kommen und wir dann zusammen auf der Gamescom gehen. Ja, wir machen das dieses Jahr auch zur Zeit der Gamescom. Aber, pass auf, neu 2018 Doppelpunkt ohne Gamescom. Weil, kommt Leute, ehrlich jetzt, Gamescom, es gibt nichts, was so sehr juckt wie die Gamescom, ne? Weil, erstmal, bist du dann da so lange, fährst du so lange hin, dann ist alles voll, dann kannst du sowieso nichts spielen, ne? Ah ja, jetzt habe ich schon wieder Bock. Ich meine, das ist ja süß mit den Ballons hier, ne? Aber, ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsmechanik in Super Mario World. Okay, dankeschön. Ich fliege mal einfach weiter. Können wir machen, was ihr wollt. Kommt der nochmal runter? Nee, der kommt nicht nochmal runter. Der ist weg. Nee, was ich mal sagen wollte. Nee, wir machen das einfach nicht mit Gamescom. Was ich mir gekauft habe für uns. Was immer dabei ist, das muss ich jetzt nochmal ausholen, ne? Wir spielen immer so Videospiele durch, so alte Sachen. Einmal haben wir Super Mario World durchgespielt, das war wirklich so das erste Jahr. Da waren wir auch alle noch ein bisschen nöbig. Danach, das Jahr, hatten wir irgendwie so Retro-Spiele, eine große Sammlung. Danach, das Jahr, haben wir Legend of Zelda durchgespielt, also A Link to the Past. 100%. Ja, es ist ein Wochenende, was man da hat, ne? Und wir sind eigentlich die ganze Zeit dann nur am Fressen und Saufen und auf dem Sofa liegen. Und dieses Jahr wollen wir vielleicht mal dann eher wohin fahren, so nach Düsseldorf oder was auch immer. Ja, siehst du, da kommen gleich schon wieder die ganzen Wortmeldungen, die sagen, oh, wieso nicht Gamescom, ey? Warum fährst du nach Düsseldorf, wenn du nach Köln fahren kannst? Ja, das ist... Ich habe meine großen Probleme mit der Gamescom. Und das größte Problem habe ich einfach mit der An- und Abreise. Die Sache will ich mir einfach nicht geben. Beziehungsweise Anreise geht noch, aber Abreise, ey, komm. Da stehen jedes Mal bei der Gamescom so viele Affen rum. Und ich habe das Thema ja schon mehrfach aufgerollt, ne? Die Deutsche Bahn, was sie da für Kackaffen hinstellt, die dann versuchen, die Zuschauerströme, die Besucherströme dann irgendwie in geordnete Bahnen zu lenken, was überhaupt nicht funktioniert. Also, es geht dann normalerweise so, dass da einer steht, ey, bitte durchlaufen, durchlaufen. So einer, so ein richtig, der sieht aus wie so ein Hauptgefreiter von der Bundeswehr immer, ne? Weißt du, beim Rewe hat er die Ausbildung nicht geschafft, ne? Aber einmal im Leben Leute zusammenschreien. Das darf er. Und dann hat er den Tag seines Lebens. Und der war stinkig. Der war letztes Mal so stinkig, dass die Leute nicht durchlaufen. Und was war das Ende vom Lied? Alle sind am Ende vom Bahnsteig stehen geblieben. Und was passiert? Der Zug hat er gar nicht gehalten. Das heißt, wir mussten dann auf den nächsten warten. Ich glaube, wir haben zurück wirklich 3 Stunden gebraucht, ne? Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Da habe ich wirklich keinen Bock drauf. 3 Stunden zu fahren für so einen Schwachsinn und vor allem, du machst ja auf der Gamescom nichts. Das Einzige, was du machst, ist Geld ausgeben.
für Dönekiste, den du ohnehin nicht brauchst. Ich meine, es war geil, immer mal wieder ein paar Leute von euch zu treffen. Das hat auch Spaß gemacht. Aber ich würde wirklich mal sagen, dann suchen wir uns was anderes aus. Und machen halt einfach mal schön. Viele von euch sind ja auch aus dem Ruhrgebiet oder aus dem Rheinland und was auch immer. Das ist ja alles in der Nähe. Tja, tut mir jetzt leid für die Leute, die im tiefsten Bayern leben, aber manchmal fällt das Obst halt auf die andere Seite vom Garten. Ist so. Ja. Also, was ich da gekauft habe, darum ging es eigentlich, ne? Diese Patterns hier. Richtig aus der Hölle sind die. Ich setz mal zurück. Dankeschön. Was ich mir gekauft habe, ist eine Tanzmatte. Und damit spielen wir was durch. Ich weiß noch nicht, was wir durchspielen werden, ne? Ich gehe mal davon aus, dass es Zelda Minish Cap sein wird. Komm, jetzt... Aber ich weiß es ja nicht. Ich werde berichten. Jetzt kommt ihr, sagt Maddie, so eine Tanzmatte. Ist das nicht auch mal was für ein Livestream? Ja. Da kann man sich überlegen. Wäre bestimmt geil, ne? Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, wie viel Spaß mir das macht. Ich werde ja vorher auch noch mal ein bisschen üben, gucken und probieren, ob das überhaupt funktioniert, ob der PC diese Matte erkennt. Vielleicht muss ich ja ein bisschen mit X-Padder arbeiten. Das ist so eine Stelle hier wieder, ne? Das ist so eine Stelle. Das ist so eine Stelle. Ich glaube, die Stelle machen wir beim nächsten Mal. Nee, ich versuche, ich muss ja nur mal ein bisschen bespaßen. Es gab bestimmt wieder zwei, drei Themen, die ich nicht zu Ende geführt habe. Aber manchmal muss man eben Abstriche machen. Deswegen mache ich ja Livestreams immer so gerne. Da kann ich dann darüber reden und ich kriege auch nochmal von euch Meldungen und alles. Oh ja. Livestreams sind dann einfach mal 100-mal besser als so YouTube-Videos. Ich weiß auch nicht, warum da unten bei dem Bild da so ein grüner Strich ist. Ich habe den eigentlich weggemacht. Aber vielleicht gucke ich ja doch nochmal rein. Vielleicht gucke ich ja doch nochmal rein. Ich weiß auch nicht mehr. Ja, das mit der Tanzmatte ist eigentlich eine geile Idee. Ne? Fugi hat ja auch mal Super Mario World mit einer Guitar Hero Gitarre durchgespielt. Und das fand ich eigentlich auch ganz witzig. Oh Mann! Leute, ich sage ja immer wieder, eine Regel von Super Mario World, nicht ins Beefcage. Und ich war gerade einfach mal mit beiden Beinen im Beefcage. Das darfst du nicht machen. Das ist nicht Mad Max, das ist Super Mario World. Das ist nicht Mad Max, Leute. Oh, Mad Max. Ich finde das bei Elex hier, diese ganze Tavar-Wüsten-Geschichte da, das ist nur Mad Max gewesen. Da hat bestimmt Harald Inken gedacht, boah, Mad Max, geiler Film, machen wir mal einfach ein ganzes Spiel so. Oder eine ganze Fraktion so wie Mad Max. Das funktioniert doch niemals. Doch, es hat funktioniert. Das ist ein schlimmes Schloss hier. Das ist ein schlimmes Schloss, Leute, ne? Okay, und das schlimme Schloss pausieren wir hier. Macht es gut, Leute. Wenn ihr Bock habt, ne, dann mich zu unterstützen, dann winkt einmal, bitte in den Kommentaren. Einmal winken, das wäre geil. Dankeschön, macht's gut, Leute. Tschüss.